Was haben denn da Björnholm heute so lange nicht mehr gespielt? Wir haben bloß Oldtimer drin. Haben wir bloß Oldtimer drin, genau. Fast nur, Steine fast nur. Westbridge Hills habe ich ja bloß Ding. Da habe ich ja bloß meine Ausstellung aufgebaut und die Fahrzeuge auf dem Dach geparkt. Und so Snowcock gefällt mir einfach am besten. Es ist top. Finde das die Karte überhaupt. Man. Ist zwar jetzt ein bisschen übertrieben, die schönste Karte überhaupt, weil wir auf der Konsole ja bloß drei Karten haben. Aber mir gefällt es besser wie Björnholm oder Westbridge Hills. Ich finde es einfach angenehm, die Karte. Muss man mal so sagen. So, jetzt muss ich aber erst einen Tabak raus, weil jetzt brauche ich erst ein Zick. Müssen wir erst eine. Und dann geht's los. Also, ich habe festgestellt, das normal ist ja. Das ist ja eigentlich keine Herausforderung. Gell? Da ist. Die Herausforderung eigentlich nur, dass du schaust, dass du nur mit den alten Traktoren, mit den alten arbeitest. Mit den neuen Traktoren ist das überhaupt keine Herausforderung. Aber da habe ich auch schon wieder das Problem, dass ich auf der Karte neuen Traktor habe, weil ich ja Schafe habe und Schafe. Die Paletten von den Schafen musst du ja irgendwie wegbringen und mit dem alten Traktor geht's ja nicht. Es ist ja doof. Ja, ich finde, also das ist, da wird da alles nachgeschmissen. Ich meine, das sieht man jetzt am besten an der Karte. Hast du eigentlich alles Wichtige schon? Oder mit 84 Stunden geht es nur noch bergauf? Wenn wir da schauen, da können wir jetzt schon wieder 19, 23, 25, 26, 21, 20, 15. Dann sind Schafe da, dann Kühe da. Also von da. Und die Preise sind einfach, das ist ja Wahnsinn. 322 kriegst du auf schwer nie.
Schau, ich habe 142.000 Gerste. Da kommt viel zusammen. Ach, ist der Zug angekommen. Nochmal 50.000 gekriegt vom Zug. Also das ist ruckzuck kostet alles wieder. Wie viele Kühe habe ich denn? Halt 10 Kühe, ja gut. Das haben zwar 0% Produktivität am Anfang, aber trotzdem, da die Schafe, 50 Schafe. Naja, was soll's. Ah ja, der kehrt weg da. Da fahre ich schon wieder leer rum, schau. Wollte einen zweiten Ding wollte ich kaufen, ganz genau, einen zweiten Mähdrescher wollte ich da kaufen auf der Karte. Da wollte ich einen zweiten Mähdrescher kaufen, dass ich den Raps dann ernten kann. Den Raps und den Mais. War bloß die Überlegung, was für einen. Jetzt mal gucken, was ich mir da schon auf den Hof gestellt habe. Da. Ballenfabrikanten stehen da rum. Steht die Maissämaschine. Du kannst das zwar anhängen, aber er kann nicht gescheit fahren damit. Das ist auch lustig. Es ist ja auch lustig.
Ja, vom Preis her, glaube ich, sind die Felder gar nicht so realitätsfremd, was natürlich realitätsfremd ist, ist hauptsächlich das Problem mit den Preisen. Weil die Preise, die sind ja auf schwer, sind einigermaßen realitätsnah. Aber die anderen Preise, die sind ja, ist ja alles geschenkt. Was auch ich ein bisschen so die Ahnung oder die Ahnung möchte ich jetzt nicht sagen, aber was ich glaube, sind ja die Preise für die Fahrzeuge, die sind viel zu billig. Die sind viel zu billig. Also der Schlüter müsste eigentlich um die 150, ja, 75.000 Euro kosten. Aber jetzt was anderes, jetzt brauchen wir ein Schneidwerk. Das ist ja doof, das müsste gehen. Easy Flow. Ich besitze keins, ich besitze keins. Besitze ich nicht, besitze ich nicht, besitze ich nicht. Ich glaube, auf schwer ist alles ein bisschen realistischer. Allerdings die Preise, die Grundpreise von den Fahrzeugen oder so. Glaube jetzt nicht, dass das im Preis hinkommt. Oh, ja. Das ist doch Scheibenkleister. Pass auf, Silage brauche ich viel. Dann nehmen wir den. Und nehmen den. Und dann brauchen wir noch einen Anhänger. Dann brauchen wir noch einen Anhänger.